Der Musiker Roman Sehorn erbringt Schokolade oder besser gesagt Pralinen tatsächlich zum Klingen. Besteht zum Großteil aus Orangat. Bäh, sagt vielleicht der ein oder andere. Bäh. Und Sie erinnern sich vielleicht an dieses grässliche, überzuckerte Zeug, das wir früher bekommen haben, nicht so im Stollen von Tante Edith. Ne, da war irgendwie dieses grässliche Zeug. Aber dies hier ist anders. Andreas Muschler bezieht das aus einem Bergdorf in Korsika. Und dieses Dorf ist so klein, dass es dort nur eine einzige Straße gibt. Und diese eine einzige Straße hat auch überhaupt keine Hausnummer. Aber man schreibt dorthin und es kommt immer an. Und das klingt jetzt sehr klein, aber alle großen Patisserien bestellen dort. Und Andreas Muschler ist sehr, sehr glücklich, dass er dort auch beziehen darf, obwohl er nur zweimal im Jahr kleinere Mengen bezieht. Die allerdings sehr, sehr, sehr teuer sind. Die Speditionskosten sind unendlich hoch und auch der Zoll schlägt ordentlich zu, aber er meint, es ist ihm einfach wert, weil es sich lohnt, dieses wunderbare Naturprodukt. Und wie bei allen Naturprodukten, das ist bei Schokolade übrigens auch nicht anders, fällt die Ernte jedes Jahr ein bisschen anders aus, je nach Klima, je nach Boden und so weiter und so fort. Das heißt, seine Pralinen schmecken auch nicht immer gleich und das ist ähnlich wie bei Wein, ja, das kennt man ja. Und das finde ich auch das Tolle, dass man eben kein Industrieprodukt hat, sondern wirklich was ganz, ich möchte schon fast sagen, persönliches, individuelles. So, wollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen? Nein! Jetzt wollen wir einfach mal probieren, wie Korsika schmeckt. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem nächsten Song, der da heißt Sa Taronja, seine Orange übersetzt auf Mallorquin.